Hallo meine lieben Birdrider, hier ist nochmals euer Lance Squid mit Resident Evil 4 Neuigkeiten. Nach langem Testen und langem Anspielen habe ich nun endlich den Nightmare Chainsaw Modus bekommen. Ein Geheimmodus in der Demo, falls ihr das noch nicht wisst, der den Schwierigkeitsgrad extrem erhöht und der rein zufällig freigeschaltet wird, nachdem man das Spiel gestartet hat. Ich hatte nun die Ehre, den einmal spielen zu dürfen und habe ein bisschen rumexperimentiert, um zu sehen, wie schwer es wirklich ist. Und das hat mir ziemlich schnell den Kopf gekostet. Insofern, der ist ziemlich hart, das ist ziemlich cool. Wenn ihr den auch kriegen wollt, habe ich online den Tipp gelesen. Den habe ich selber nicht getestet. Bei mir kam es wirklich jetzt rein zufällig. Klingt aber sehr plausibel, dass man einfach immer wieder auf New Game geht in der Demo. Und dann müsste direkt danach die Meldung kommen, ob du den Nightmare Chainsaw Modus starten willst. Und wenn die Meldung nicht kommt, beende sofort das Spiel, starte es neu und geh wieder auf New Game und wiederhole das so lang, bis diese Chainsaw Nightmare Meldung kommt. Dann könnt ihr das selber mal testen, dauert ein bisschen. Ich sag dauernd Nightmare Chainsaw Mode, es heißt Mad Chainsaw Mode, um genau zu sein, aber ist ja auch wurscht. Ich lasse euch das Gameplay jetzt einfach mal unkommentiert laufen. Viel Spaß mit meinem kläglichen Scheitern in diesem Modus, den man übrigens, nachdem man gestorben ist, leider nicht nochmal versuchen darf. Also, das ist schon ziemlich gemein, aber cool. Schaut es euch an. This is not good. Cuidado.
go. Climb this.